Moin Freunde zu dieser weiteren Episode The Forest. Wir haben heute einfach nur Spaß mit dem Mod-Menü, was ich übrigens mir im letzten Video heruntergeladen habe. Wir müssen uns jetzt mal hier gucken, weil man kann hier alles spawnen, was man spawnen will. Wie hier ein Bogen. Ah, da. Das sind ja meine Items, die ich gespawnt habe. Wunderbar. Aber wir können natürlich Animals spawnen, auch Mutanten spawnen. Wie zum Beispiel, Girls. Oh, ich hab den Endboss gespawnt. Ich hab den scheiß Endboss gespawnt. Natürlich ist das so gut. Hi. Moin, Servus. Moin, moin, Servus. Servus, moin. Alter, was wollt ihr denn? Was er wollt, hab ich gefragt. Was er wollt, hab ich gefragt. Tschüss, Leute. Ich bin Gohard und flieg einfach mal weg. Kann man hier auch... Oh, warte mal. Was? Warte mal. Ich muss nur Bäume anfliegen und die fallen um. Ah, nee. Wie weit kann man eigentlich nach oben fliegen? Bin ich mal gespannt. Oh mein... Okay, noch höher, noch höher. Alter! Warte, ich geh mal zum Berg. Und man ist voll langsam. Oh, scheiße. Obwohl, so langsam ist man ja gar nicht. Also, noch höher kann ich nicht. Das ist hier schon... Voll, mehr kann ich nicht, kann ich noch höher. Merkwürdig. Also, tschüss. Wir sehen uns in der Hölle, ihr Pisser. Oh mein Gott, was? LOL. Was? Ja gut, ne? Die kann ja eigentlich nicht runterfallen. Also theoretisch nicht. Tschüss, ihr Pisse. Die sehen so groß aus, obwohl die gar nicht so groß sind. Ja, guck mal, jetzt fallen sie runter. Krass. Leute, es gibt sogar noch ein Feature, was mich erlaubt, durch Wände zu gucken, wo man eigentlich gar nicht durchgucken kann. Wie zum Beispiel hier die Freecam. Bedeutet, ich habe jetzt hier die freie Kamera. Das ist richtig komisch. Oh mein Gott, die fallen. Aber es ist die Kamera. WTF, Alter. Hä? Ja, hier, wir haben jetzt auf jeden Fall die freie Kamera. Wir können jetzt durch Dinge durchgucken, wo man eigentlich nicht durchgucken kann. Wie hier zum Beispiel. Alter, hä? Okay, ja. Das ist halt übel krass. Hier ist das Loch zum Beispiel. Und hier unten ist natürlich nicht die Höhle, weil hier ist ja nur das, wo eigentlich geladen werden muss. Aber durch das können wir wirklich auch durch Höhlen gucken. Auch wenn natürlich die Höhle niemals geladen wird. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal durch eine Höhle. Und so schnell kann man quasi auch die ganze Map verlassen. Wir verlassen jetzt die Welt. Weil theoretisch ist eine unsichtbare Wand, aber durch die freie Kamera können wir unendlich weit raus. Wir können theoretisch auch unendlich weit runter, aber was bringt das? Gar nichts. Und hier ist dann auch wirklich das wirkliche Ende. Jo. Genau hier ist das richtige Ende. Weiter geht's nicht. Weiter ist das Game nicht gebaut. Was irgendwie schade ist, so sieht's unter Wasser aus. Und irgendwie finde ich das sehr gruselig. Überlegt mal, Leute. Es sind doch schon so viele Menschen verloren gegangen. Nur weil die so weit weg sind. Oder waren. Weil die durchs Schiff oder so weggekommen sind. Ich finde das so gruselig. Ich mag auch Meer nicht, weil Meer, das ist unendlich. Also nicht unendlich, aber ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich so unendlich an. Also ich finde es krass, dass The Forest nicht laden muss. Bei Zelda Breath of the Wild zum Beispiel, wenn du zu schnell bist, lädt das Spiel. Obwohl doch, jetzt lädt's. Ja gut. Ich glaube, das muss jedes Spiel machen, weil das sind ja nur Chunks, weil sonst würde das zu viel sein. Ne? Mal dahingestellt. Und so sieht's auf der Spitze des Berges aus. Hier gibt's gar nichts. Nichts gibt's. Hier. Das ist so komisch, Alter. Wie hier. Das ist krass. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Endboss und gucken, was der Endboss macht. Oh mein Gott. Was? Okay, ich glaube, ich muss mir eine neue Ding suchen. Ich werde immer wieder zurückgespawnt. Ja, ich glaube, ich suche mir mal eine neue Ding. Eine neue Map. Hä? Ich bin schon wieder hier. So, Leute. Jetzt sind wir nämlich hier beim Anfang und drücken mal nicht die Leertaste, um zu überspringen. Ich möchte nämlich hier auch nochmal gucken, wie das Ganze denn aufgebaut ist, wenn es denn noch zusammengebaut ist. Also, wenn wir gerade noch fliegen. Will ich mal gucken, wie das Ganze aussieht. Nämlich haben wir in der Anfangssequenz auch das Cheat-Menü. Was komisch ist, ja, aber wir gucken mal. Und danach gehen wir in die Höhle und danach gehen wir zum Endboss. Aber jetzt würde ich sagen, wir gucken einfach mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir einfach freie Kamera haben. Das ist dann einmal, wo ist das? So, freie Kamera. Und jetzt bin ich gespannt. Ihr seht, wir können jetzt hier raus. Okay. Alter, hier sitzen sogar Leute. Das wusste ich gar nicht. Okay. Oh, wir sind kopflos. Okay. Timmy hockt da noch so ein bisschen.
hier ist dann der zweite Spieler, wenn man halt ne, zu zweit spielt. Das ist relativ klug gelöst. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst, weil hier sitzt du. Du kannst niemals hier rüber gucken. Das geht auch nicht von der Kamera her. Weil alle Spieler, die kopflos sind, haben eine Kamera quasi in sich stecken. Alter, aber dass das quasi wirklich gebaut ist. Also, dass man das wirklich so, ne? Klar, hier wird dann vermutlich nicht sein. Ja, klar. Was? Wenn man hier mal rausguckt jetzt, ist hier einfach, weiß nicht, das Flugzeug, also klar, das Flugzeug, aber hier ist die Map. Hier ist die Map, obwohl es noch nicht geladen ist. Das ist so krass. Also wir sind quasi schon lange auf der Map. Aber, ne, ganz weit oben, weil hier ist der Berg, also ganz weit oben. Und ja, und ich habe es jetzt aus Versehen übersprungen. Schade. Fliegen kann man da übrigens nicht, habe ich schon ausprobiert. Ja gut, die freie Kamera, ne? Sonst würde das natürlich auch nicht möglich sein. Okay, das ist weit weg, weil hier hinter, also noch ein Ticken davor, wäre die unsichtbare Wand gewesen. Also könnte man da gar nicht hin. Seht ihr das? Wir sind jetzt trotzdem noch in der Ansicht vom Flugzeug. Krass. Aber wenn ich jetzt hier vielleicht mal ausmache, freie Kamera aus, sind wir hier. Genau. Und jetzt würde ich auch instant mal sagen, wir gehen zum Endboss. Oh, ich habe jetzt hier auch nochmal was gefunden. Fly Mode und No Clip. No Clip. Also kann ich jetzt quasi auch mit dem Spieler... Okay, das wird uns sehr viel helfen, wenn wir zum Endboss gehen wollen. Alter, guckt euch das an. Hier kann man es nochmal wirklich sehen, dass die hier quasi die Hitbox haben. Weil hier unten ist sie nicht. Wenn man aber jetzt quasi hier ein bisschen nach oben geht, ist sie hier auch nicht. Sondern die ist wirklich nur dort, wo du auch wirklich hin kannst. Krass. Ja, und dafür habe ich mir die Map gedownloadet, damit ich hier direkt quasi hin kann. Weil... Da bin ich auch mal gespannt, ob der Endboss, also dieses kleine Mädchen, schon gespawnt ist, obwohl man noch nicht alles fertig gelaufen hat. Ich mache immer God-Mode an. Am Ende sterben wir. Da habe ich keine Lust drauf. So, wenn wir jetzt nämlich hier runtergehen, wird das Ganze geladen. Natürlich habe ich hier auch nochmal einen Reiter, wo wir einfach mal das Wasser ausschalten können. Da muss ich aber mal kurz gucken, wo das ist. Hier. No Unterwasserblur. Wir machen es einfach mal weg. So. Und hier ist... Okay, ich weiß, was das ist. Weil ich mache das jetzt nochmal an, damit ihr einen Unterschied seht. Wenn wir das anmachen, ist halt alles so verschwommen. Wenn wir das jetzt hier das anschalten, ne, sehen wir, dass nichts verschwommen ist mehr. So, endlich. Ich muss mir nämlich nochmal die Taucherausrüstung holen. So, jetzt. Jetzt geht's ab. Jetzt kommt's auch zum Lieblingspart von mir. So, warte, ich muss das noch ablegen. So, jetzt. Wir haben den Körper verlassen. Und werden uns jetzt auf die Suche begeben. Okay, wartet. Ich werde noch hier Cave Light anmachen. Was? Ah, wir wollten ja die Höhle machen, ne? Die Map wird trotzdem geladen, nur ist das halt unten. Ganz weit unten. Gut, haben wir jetzt auch mal bemerkt. Also wir können von der Höhle aus hochfliegen. Und dann ist hier auch noch, an. So, zackig, knackig, wirklich gut. Und jetzt nochmal Free Cam. Das war nämlich ein Weinfall, sagen wir es mal so. So, wir haben zum zweiten Mal den Körper verlassen und können uns jetzt auch umsehen. Okay, ne? Ja, moin. Alter, das sieht schon nice aus irgendwie. Oh, oh, ich habe die Höhle verloren. Ich habe die Höhle verloren, Leute. Okay, na, es ist alles schwarz. Ich habe die Höhle verloren. Oh nein, scheiße. So, zum dritten Versuch. Diesmal aber ein bisschen mehr Erfolg. Oh mein Gott, wenn ich einmal auf die Sprint-Taste drücke, dann war es das aber mal wieder komplett. Hä, was soll das? Ich kapiere das nicht. Also so sieht auf jeden Fall die Höhle aus. Es sind ein paar... Es ist gut, ich spiele mal normal die Höhle durch, weil ihr seht schon, es funktioniert nicht unbedingt so, wie ich es mir erhofft habe. Nee, wir sind schon wieder hier. Okay, ich spiele kurz mal die Höhle durch. So, jetzt können wir es aber ausprobieren. So. Wie gesagt, Free Kamera. Und jetzt fliegen wir. Schon wieder den Körper verlassen. Was denkt die Leute? Wie sieht das jetzt aus? Hinter dieser Wand. Ich kann es euch jetzt schon mal sagen, was passieren wird. Ich glaube, die Map ist einfach noch nicht geladen. Stimmt's? Ja. Dieser ganze Bereich ist halt noch nicht geladen. Ja, es war auch klar, aber nur mal so zum Zweck, zum Ausprobieren. Jetzt gucken wir, wie der Endboss aussieht. Der Bereich ist geladen, wir können durch. So, tschüss Körper, ich brauche dich nicht mehr. Hinfo. Oh, natürlich. So, let's go. Hier, so sieht es übrigens aus. Also scheiße ich jetzt auf euch.
ihr kleinen Versager. So, jetzt muss man hier nämlich hier lang, damit man dann hier durchkommt. Oh, das finde ich krass. Wir haben uns ja gerade einfach so hochgedings und dann hat es hier nicht geladen. Okay, jetzt habe ich auch endlich das, was ich im Speedrun erklärt habe, auch wirklich Sinn gemacht. Wenn ich mir jetzt E drücken würde, würde das hier laden, die Kamera würde wieder zurückgesetzt werden und hier wäre dann das Rohr. Und wenn wir jetzt aber hier dorthin gehen, wird dieser Bereich nicht geladen. Das ist krass. Das ist übel krass. Wenn ich jetzt nämlich hier E drücke, seht ihr, es passiert noch nichts, aber wenn ich jetzt hier hochgehe, hier die Kamera nach links mache, wird alles quasi wieder gespawnt und das Rohr ist da. Alter, okay, das ist krass. Das ist sogar mehr als krass. Es gibt so bestimmte Bereiche, das fällt einem Spieler, normalen Spieler, wenn man keinen God-Mode hat und so, gar nicht auf, aber das ist einfach... geil! Ah, natürlich werden wir wieder mit Flyhack rumfliegen. Weiß ja, es ist einfach so geil. Jo, jetzt wurde das nämlich alles hier auch geladen. Jetzt kann man hier quasi... Aha! Es ist wieder wurde das hier nicht geladen. Also muss ich hier wieder irgendwo lang, wo das geladen wird. Und ich schätze mal, das ist jetzt hier. Wir müssen jetzt nämlich gucken, wo das geladen wird. Kann ich mich bewegen? Lol. Okay, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Gut, dann weiß ich, glaube ich, wo das schon ist. Wenn man nämlich das Rohr hochgeht und sich duckt quasi, dass das dort ist. Wie jetzt hier so. Oh Mann, mein Mauspad ist viel zu klein. Wir gehen jetzt nämlich hier um die Ecke und dann wird es geladen. Ich wette zu 100%, dass es jetzt geladen sein wird, weil wir um die Ecke gegangen sind. Stimmt doch. Ja, es wurde geladen. Wir können auch gerne mal hier reingehen, gucken, wie es dort drin aussieht. Aber da kann ich mir quasi schon denken, wie es da drin aussieht. Nämlich einfach nichts. Jo. Es gibt einen extra Raum noch. Ja, okay. Ja. Hä? Lol. Das ist hier. Okay, krass. Das, okay. Hier kann man quasi nicht durch, aber scheiß mal drauf, Digga. Wir können da durch. Wir können da durch. Wir können auch mal jetzt hier in diesen Raum rein. Weil hier, guck mal, hier sind ja noch weitere Räume, wo man eigentlich nicht reingehen kann. Hier sind drinnen. Hat der eine Hitbox? Ne, hat auch keine Hitbox. Komisch, dass fast alles keine Hitbox in diesem Game hat. Ja. Hier. Moin, können wir. Wir können ihn trotzdem schlagen. Das ist ja voll geil. Wir können ihn trotzdem schlagen. Warte, das bedeutet, wenn ich jetzt eine Armbrust raushole, dass ich den trotzdem kriegen kann? Okay, ich kapiere gar nichts mehr, Alter. Wetten, es geht. Ich wette mit allen. Ich wette. Nee, geht nicht. Okay. Aber warte, doch. Wenn wir hier so ein bisschen dran stehen. Ja, weil jetzt gucken wir quasi aus dieser Wand draußen können schlagen. Ja, okay. Ich verstehe, wie es geht. Nee, hier kann man nicht durch. Hier kann man hier überall nicht durch. Hier ist wieder was zugestellt. Alter, warte mal. Was? Nein, man kann hier nicht rein. Ach so, das sind einfach normale Türen. Die haben einfach, weil die wussten, die können da eh nicht hin, haben sie einfach normale Türen benutzt, ohne da jetzt irgendwas dran zu verändern. Ja gut, das macht ja auch Sinn, dass wir jetzt hier quasi hin können. Ja, hier soll man ja eigentlich nicht hin. Ja. Alter, was ist das? Es ist in der Wand verschwunden. Krass. Wir gucken jetzt einfach mal, wie der Boss aussieht. Obwohl noch nichts geladen hat. Wir können hier auch mal nebenbei einfach mal bei Timmy reingucken. Oh, scheiße. Okay, das ist schon heftig. Das ist schon heftig, Alter. Oh mein Gott. Wird das das Thumbnail? Ich weiß es nicht. Wird das das Thumbnail? Aber irgendwie finde ich das krass. Timmy, Digga. Okay, ich muss gucken, ob das das Thumbnail wird. So, können wir jetzt hier durch? Oh, scheiße. Es wurde wieder nicht geladen. Ist ja mega scheiße. Warum wird das nicht geladen? Hallo. Hä? Aber die Höhle wurde geladen, oder was? Ich kapiere es nicht. Manches wird geladen und manches nicht. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich kann es trotzdem machen. Was? Nee. Okay, ja, gut. Was? Okay, ich glaube, wir haben das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht, weil, es macht ja gar keinen Sinn. Okay, wir lassen mal das laufen. Ich will jetzt mal gucken, wie die Animation aussieht. Es sieht so dumm aus.
macht ja null Sinn. Wir gehen in die Maschine rein. Wir gehen in die Maschine rein. Was? Alter, ich kapier ja gar nichts mehr. Natürlich. Mein Gott. Wir gehen in die Maschine rein. Wir haben uns für Timmy geopfert. Wir opfern Timmy. Oh mein Gott, Alter. Ich kapier die Welt nicht mehr. Wir opfern Timmy. Natürlich, ganz normaler ja, genau. Was? Was? Ich kann jetzt auch normal weiterspielen. Okay, let go. Freie Kamera, let's go. Okay, das wurde alles noch nicht geladen. Na gut, hätte ich mir auch vorstellen können. Aber die Animation wird trotzdem ausgeführt. Die Animation wird wirklich sogar... Die wird ausgeführt. Das verstehe ich nicht. Warum wurde jetzt diese Animation ausgeführt? Warum? Hä? Ich verstehe das nicht. Okay, wir sind umgefallen. Oh mein Gott. Jo. Sie wird verwandelt. Alles. Perfekt. Leute, was ist besser als ein Endboss? Natürlich zwei in meiner Base, die sich angezündet haben. Ja, Leute, wenn ihr noch mehr so Mod-Dinger haben wollt, dann schreibt mir das oder lasst einfach mal ein Like da. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was man denn noch alles ausprobieren kann in The Forest. Ja, würde mich da auch mal interessieren. Und dann werden wir davon einen zweiten Teil machen und da werden wir einfach mal nur Zuschauerwünsche kreditieren machen. Ich kann natürlich auch noch weitere Mods herunterladen, aber ich habe jetzt erstmal nur das hier genommen. Und ja, ne? Ciao. Ich bin gerade auf der Tour. Warte, ich bin ja mal fertig.